Mehrere Nahtoderfahrungen haben mich gelehrt, was ich heute weiß. Oder zumindest haben sie mir Zugang zu dem verschafft, was ich heute weiß. Sie haben nicht nur meine Persönlichkeit geprägt, sondern auch das, was ich heute lehre. Ich werde dir mehr darüber erzählen, woher ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, Leute, es ist eine Frage, die mir so oft gestellt wird. Aber woher weißt du das? Ich veröffentliche ein Energieupdate. Aber woher weißt du das? Ich spreche über die Galaktika. Woher weißt du das? Und das Erste, was ich fragen möchte, wenn die Leute sagen, woher weißt du das, ist, wie kannst du das nicht wissen? Wie kannst du es nicht verstehen? Wie kannst du es nicht sehen? Und dann muss ich mich daran erinnern, was ich heute mit dir teilen werde. Oh ja, ich hatte eine Kindheit, die die meisten Menschen nicht hatten. Ich hatte Einblick in energetische Reiche und Zugang zu energetischen Reichen, die die meisten Menschen nie hatten. Daher weiß ich, was ich weiß. Aber kommen wir zur Geschichte. Ich werde mit dir über mehrere Nahtoderfahrungen sprechen, über die Verbindung mit den Galaktikern, darüber, was geschah, als ich 12 Jahre alt war. Ich erinnere mich, während ich die Liste durchgehe. Ich möchte mit dir über die letzte NTE, die ich hatte, sprechen. Die letzte NTE, die ich hatte, hat mir am meisten gezeigt. Sie zeigte mir am meisten und ich bin ganz aufgeregt, das heute mit dir zu teilen. Schaut, was im Hintergrund vor sich geht, Leute. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Du siehst es wahrscheinlich ein bisschen davon. Es ist grau, es ist regnerisch, es ist einfach ein stürmischer Tag. Und normalerweise kann ich nicht an dieser Tür sitzen, denn das Sonnenlicht, das hier hereinströmt, ist so blendend. Ich muss die Jalousien hier schließen, damit ich hier sitzen und aufnehmen kann, ohne von dem Licht geblendet zu werden. Ich dachte, okay, ich mache heute mal einen kleinen Szenenwechsel, um zur Abwechslung mal über Carrie zu sprechen, weil es, um ehrlich zu sein, nicht mein Lieblingsthema ist. Ich liebe es zu lehren. Ich liebe es, dich über dich zu lehren. Ich liebe es, dir etwas über Spiritualität und die Natur dessen beizubringen, was wir wirklich als Menschen sind, was nicht dem entspricht, was uns gesagt wurde. Das begeistert mich. Es fällt mir schwer, über mich zu sprechen, weil es tiefgründig ist und ein sehr persönlicher Bereich, in dem ich normalerweise nicht viele Leute hineinlasse. Also werde ich dich hineinlassen. Komm mit mir, während ich dir von meiner Kindheit erzähle. Ich wurde sehr krank geboren. Und ich glaube, es war im Alter von 2 Jahren, als ich mit Asthma diagnostiziert wurde. Und du sagst vielleicht, oh, das ist okay, viele Menschen haben Asthma. Mein Asthma war nicht kontrollierbar. Das heißt, ich sprach nicht auf Medikamente an. Und ehrlich gesagt, als ich ein Kind war, gab es keine guten Asthma-Medikamente. Zunächst einmal. Aber bevor ich dir überhaupt von meinem Rein und Raus ins Krankenhaus erzähle und dann von dem Rein und Rausgehen ins Bewusstsein, ich erinnere mich an meine Geburt und daran, wie ich in den Mutterleib kam. Das ist eine der frühesten Erinnerungen und ich erinnere mich, wie ich meiner Mutter davon erzählte und wie ihr die Kinnlade herunterfiel, weil sie nicht wissen konnte, dass ich mich an so viel erinnern würde. Und ich erinnerte mich daran, dass meine Mutter viele Fehlgeburten mit mir hatte. Und ich erinnere mich an das letzte Mal, dass ich kam, in diesen Körper, der heute Carrie ist. Ich erinnere mich, dass ich in einen Tunnel hinabfiel und in eine Verkörperung kam. Und es war, als ob man sich im freien Fall befände oder auf einer großen Rutsche, die man herunterrutschen würde. Es fühlt sich herrlich an. Du weißt schon, Wind in den Haaren und dieses herrliche Hochgefühl, das sich einstellt. Und irgendwann wurde mir klar, ich stecke fest, ich komme nicht mehr raus. Und ich bekam extreme Platzangst und ich fühlte mich so panisch, weil ich merkte, dass ich in dieser Gebärmutter ohne Ausstiegsmöglichkeit war. Mir wurde klar, dass meine Ausstiegspläne nicht verwirklicht werden konnten, weil ich dies schon mehrfach bei verschiedenen Müttern getan hatte. Ich war also so etwas wie ein Profi. Ich war so etwas wie ein Experte im Rein- und Rauskommen. Ich erzähle dir das für den Fall, dass du schon einmal eine Fehlgeburt hattest. Denn einer der Gründe, warum Kinder zu einer Mutter kommen, um eine Fehlgeburt zu haben, ist, weil, zumindest in meinem Fall, mir war klar, dass ich in eine bestimmte Person kam, manchmal mehrmals. Und jedes Mal gab es eine Bindung, eine Verbindung. Und ich konnte meine Seelensignaturenergie bei dieser Person lassen, die meine Mutter war. Ich würde einen Zugangspunkt hinterlassen. Um es einmal besser auszudrücken, ein Zugang zum Himmel, eine offene Tür. Und die Mutter vergisst nie. Die Mutter verliert nie die Verbindung zu ihrem Kind, das sie nie geboren hat. Und oft ist das ein Grund. Und das war sicherlich auch meine Absicht.
Aber das zeigt dir, dass du deine Absichten haben kannst, aber nicht immer Einblick in die Absicht deiner Seele hast. In diesem Fall hatte ich ihn nicht. Ich dachte, es wäre ein klarer Fall von rein und raus. Vielleicht ein paar Wochen dazwischen, aber das war es bestenfalls. Fast wie ein Gefühl, wenigstens muss ich dort nicht inkarnieren. Oh, nur mal Glück gehabt. Nun, meine Seele und die Seele meiner Mutter waren sich offensichtlich einig, dass es einen anderen Plan geben sollte. Und das lag daran, dass meine Mutter so viele Fehlgeburten hatte, dass ihr Geburtshelfer sagte, wir sollten eine Saklatsch setzen, was im Grunde eine Naht um den Gebärmutterhals ist, der verhindert, dass das Kind eine Fehlgeburt hat. Die Tür war also blockiert. Der Ausgang war blockiert, ich konnte nicht raus. Ich erinnere mich, dass ich meiner Mutter davon erzählte, ohne zu wissen, dass sie schon frühere Fehlgeburten hatte und nicht wusste, dass sie mich buchstäblich festnähen musste, um die Schwangerschaft zu erhalten. Das war also die erste Erinnerung, mit der ich gesegnet war, die ich mit meiner Mutter teilen konnte. Meine Mutter, ich musste hier einen besseren Hintergrund geben. Sie war sehr hellsichtig. Sie war die hellsichtige Tochter einer hellsichtigen Mutter. Sie war sehr, oh, meine Mutter hatte diesen, man konnte es in ihren Augen sehen, sie hatte diesen erstaunlichen, fast glasigen Blick. Sie würde dich ansehen, aber dann durch dich hindurch. Und die würde anfangen zu sprechen. Oh, und du würdest wissen, dass sie eine Vision hatte. Und sie hatte, ich sehe dies, ich sehe das. Und die Luft würde sich ändern. Es waren nicht nur ihre Gesichtszüge, die Luft würde sich verändern. Ich war also gesegnet, in der Nähe von jemandem zu sein, der bereits auf die andere Seite des Schleiers übergetreten war. Das ist wichtig für meine Geschichte. Sie war irgendwie mit diesem Ort vertraut. Nun, die meisten Menschen, wenn sie über Nahtoderfahrungen sprechen sie über, du weißt, was ich am Anfang sagte, helles Licht, vielleicht ein Engel, vielleicht eine Botschaft. Es ist ein Moment für die meisten Menschen. Ich erinnere mich nicht spezifisch an meine erste NTE, weil es so viele waren und ich so jung war. Woran ich mich erinnere, ist, es war, als hätte ich einen Traum. Hattest du schon einmal einen Traum und hast dann darüber geträumt? Es ist also, als ob du aufwachst und wieder einschläfst und du träumst in seinem Traum weiter. Hast du das je gehabt? So hat sich eine NTE für mich angefühlt. Also ging ich ins Krankenhaus, ich war wirklich krank, konnte nicht atmen, wurde blau, mein Leben entglitt mir. Ich konnte spüren, wie ich mich aus meinem Körper herausbewegte. Ich konnte den unendlichen Raum spüren, in den ich mich hineinbewegte. Und dann würde ich normalerweise über einen Zeitraum von einigen Tagen wieder in die Verkörperung zurückkehren, was im Übrigen immer äußerst schwierig war, äußerst unangenehm und schmerzhaft, weil ich dieses unendliche Bewusstsein darüber, wer ich war, nehmen und es irgendwie in den Ort zurückschieben musste, an den es ganz sicher nicht hineinpasste. So wurde dies zu einem Dauerzustand. So wie ich es sehe, war es eine fortlaufende NTE, so wie du eine fortlaufende Traum haben kannst. Es fand über viele, viele Jahre hinweg statt. Angefangen, als ich ein Kleinkind war. Und die letzte, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ich war Anfang 20. Und das ist diejenige, von der ich dir unbedingt erzählen möchte, weil sie Botschaften für die Menschheit enthielt. Puh, ich kann mich fühlen, weil ich über mich spreche. Das trifft einfach anders, Leute. Das geht mir wirklich zu Herzen und sitzt in meiner Brust. Das weckt viele Emotionen in mir. Meine Mutter ist übrigens vor kurzem verstorben. Und ich denke, über meine Kindheit zu sprechen, bringt einfach so viel über meine Mutter hervor und darüber, was für eine entscheidende Rolle sie dabei gespielt hat, mich am Leben zu halten. Junge, Junge, das kann ich euch sagen. Wenn es eine andere Mutter gewesen wäre, wäre ich heute nicht hier mit euch. Also, diese Krankheit, die ich hatte, nicht auf Medikamente ansprechend. So würde ich in ein Krankenhaus gehen. Meine Mutter käme in mein Zimmer. Ich war krank. Normalerweise war ich für ein paar Tage krank. Es war nicht nur über Nacht. Es wäre Bronchitis. Bronchitis wurde zur Lungenentzündung. Und dann geschahen erstaunliche Dinge. Ich würde zu meiner Mutter sagen, Mama, da sitzt jemand am Ende meines Bettes und mein Bett bewegt sich. Und du weißt, wenn jemand auf deinem Bett sitzt, weißt du, was ich meine? Du kannst spüren, wie sich das ganze Bett bewegt. Also ich fühlte das. Und das war es, was ich später als meine Tante Adrienne sah, die Schwester meiner Mutter und die viele Jahre vor meiner Geburt gestorben ist. Denn ich beschrieb diese Frau meiner Mutter. Und je kränker ich wurde, desto mehr kam sie in den Blick. Manchmal dauert es ein paar Stunden, manchmal ein paar Tage. Es fing damit an, dass ich spürte, wie mein Bett wackelte. Aber nachdem mein Bett eine Weile gewackelt hatte, sah ich manchmal einen alten Hund, den wir hatten und der verstorben war. Der Hund hieß Buttons und manchmal sah ich Buttons. Und wir hatten noch einen anderen Hund, der auch gestorben war. Und manchmal sah ich sie. Ich glaube, ihr Name war Lassie.
Weißt du, ich spreche über die Tiere der Familie, hinübergegangen sind. Aber das Interessante war, wie die Verbindung zu meiner Tante, die hinübergegangen war, immer stärker wurde, als meine Krankheit fortschritt. Und normalerweise war das ein sicheres Zeichen, wenn ich zu meiner Mutter sagte, ich kann sie sehen, berühren, hören und wir können uns unterhalten. Dann hatte ich so wenig Luft und Sauerstoff, dass ich kaum sprechen konnte. Hier, auf dieser Seite des Schleiers, aber auf der anderen Seite des Schleiers, wo ich mit ihr sprach, war ich absolut gesund und munter, saß aufrecht. Und auf der anderen Seite des Schleiers keuchte ich und lag flach. Also das war normalerweise die Krankenhauszeit. Und übrigens, das war wirklich die Praxis. Ich weiß, ich höre dich sagen, oh, warum bist du nicht früher ins Krankenhaus gegangen? Denn das Krankenhaus konnte nicht wirklich viel für mich tun. Sie konnten mich nicht wirklich anders behandeln, als mich so gut es ging zu stabilisieren. Manchmal glitt ich schon hinüber, bevor ich überhaupt im Krankenhaus ankam. Krankenhaus war eine interessante Sache, weil ich dort mehr Zeit verbrachte als zu Hause. Meine Mutter hatte einen Kalender und sie markierte mit einem Kreuz. Ich kann sie immer noch sehen, wie sie mit dem Kalender am Tisch sitzt und die Tage, an denen ich im Krankenhaus war, ankreuzt. Und am Ende eines jeden Jahres saß sie mit dem Kalender da und zählte die Anzahl der Tage, die ich im Krankenhaus war, gegenüber der Anzahl der Tage, die ich zu Hause war. Und sie würde immer alles zum Positiven wenden. Immer. Sie sagte dann, du bist so schlau, denn siehe dich an, du hast weniger als die Hälfte des Jahres in der Schule verbracht und du hast bestanden, weil ich keine Schularbeiten gemacht habe, als ich im Krankenhaus war. Ich konnte es wirklich nicht. Also hat sie versucht, mich irgendwie aufzuheitern und es quasi zu schaffen, dass sie den Triumph in einer so verzweifelten Situation findet. Ich glaube, sie hatte immer Angst, dass ich sterbe und ich glaube, sie wusste, dass ich oft nur an einem seidenen Faden hing. Die NTEs, die ich hatte, waren so verdammt interessant aufgrund ihrer Entwicklung. Ihre Entwicklung war wirklich das Interessanteste. Erinnere dich, es begann mit etwas außerkörperlicher Erfahrung, ein bisschen mit meiner Tante sprechen, dann wurde es körperlicher und die NTEs waren ähnlich. Ich verließ meinen Körper, ich sah das Licht, ich sprach mit anderen Engelwesen, nicht nur mit meiner Tante. Und am Anfang war eine Menge Neugier. Ich hing viel rum in, was ich später als die Astralwelt erkannte. Ich mache hier eine Pause, weil ich eine wichtige Information weitergeben möchte. Und ich weiß, dass sie nicht jeder verstehen wird, aber vielleicht wirst du sie verstehen. Die meisten der NTEs, die die Menschen haben, geschehen auf der Seite des Schleiers. Das bedeutet, dass sie innerhalb der falschen Matrix geschehen. Die Astralebene existiert innerhalb der falschen Matrix. Wenn also viele Leute sagen, oh, ich channel dir den Erzengel so und so und diesen Heiligen, wer auch immer, oft sind sie nur auf dieser Seite des Schleiers und sie channeln ein Tricksterwesen. Und anfangs, als ich anfing, NTEs zu haben, dort würde ich hingehen, weil es wie deine erste, wie könnte ich das sagen? Es ist der erste Eindruck, den man hat, wenn man aus dem Körper herauskommt. Aber wenn man lange genug dort abhängt, merkt man, das ist es nicht. Ich sah immer, und komisch, Leute, es war immer da. Es war immer rechts von mir. Ich war mir quasi bewusst, dass ich abgelenkt wurde. Ich war mir quasi bewusst, dass da Engel waren, die mit mir sprachen. Wesen, die meine Aufmerksamkeit auf sich zogen, vor meiner Nase. Aber da war etwas, das mich zu meiner Rechten zog. Und es war sehr still, sehr hell, voller Licht, aber sehr still. Und im Laufe der vielen Monate und Jahre begann ich und erforschte dort. Jetzt wird es interessant, denn jetzt ist es Entwicklung. Jetzt ist es nicht nur, oh, ich bin gestorben, ich sah ein Licht, ich bekam eine Nachricht. Das war mein Übergang. Und ich hatte diese Erfahrungen. Ich machte Fortschritte. Ich entwickelte mich. Ich trat in höhere Dimensionen und höherdimensionale Frequenzen. Und das hat mich begeistert. Das hat mich begeistert. Deshalb begeistert mich geistiges Wachstum heute so sehr. Ich habe von diesem Gesichtspunkt aus gelernt, was Gott ist, indem ich mich in das Herz Gottes hineinversetzte. Wo ich am Anfang, als ich in der Astralwelt saß, 1 Million Fragen hatte. Niemand konnte sie wirklich beantworten, aber ich habe sie trotzdem gestellt. Und einige haben sie beantwortet, aber ich war nie zufrieden mit den Antworten. Ich hatte immer das Gefühl, dass mehr hätte gesagt werden können und sollen, aber nicht gesagt wurde. Ich verstehe jetzt warum. Denn das, was sie als Himmel darstellten, war nie der Himmel, sondern die Astralebene, jenseits des Schleiers. Oh, da gibt es keine Worte, nichts.
Ich realisierte, das war eine schwierige Sache, mit der ich klarkommen musste. Ich habe keine Worte. Ich habe keine Möglichkeit, dir zu sagen. Ich kann es dir zeigen, energetisch. Aber du müsstest energetisch sehr sensibel sein, um es zu fühlen. Aber ich kann das nicht. Es gibt keine Worte. Sogar die kunstvollste, kreativste Ausdrucksweise würde kläglich scheitern. Das wäre so, als würde man das Wort Himmel auf ein Blatt Papier schreiben und das Blatt Papier auf den Boden fallen lassen. Es wäre eine flache, zweidimensionale Erfahrung im Vergleich zu der Realität, im Herzen und Verstand Gottes zu sein, wo es keine Fragen gibt. Das ist das Interessante. Es gibt keine Fragen. Du würdest nie auch nur auf die Idee kommen, eine Frage zu stellen. Du bist innerhalb der Schöpfung. Im Herzverstand, der Ursprung der Schöpfung. Du befindest dich in der Geburtsstätte der Schöpfung. Du bist buchstäblich Zeuge der Entstehung von Galaxien. Und du verstehst von innen heraus, warum das Universum ist und wo das Universum ist und wie das Universum ist und wie viele Universen es gibt und wer Gott ist und wer der Einzelne ist. Ich verstand Dinge wie zu Hause. Ich verstand, was zu Hause war. Und schließlich bedeutet krank sein für mich, ja, ich kann nach Hause gehen, buchstäblich. Und dann wurde ich gesund, dann hieß es, oh, jetzt muss ich in mein menschliches Zuhause gehen. Weißt du, es war wirklich sehr, sehr schwierig. Es war immer ziemlich deprimierend, das Krankenhaus zu verlassen. Und es war immer ziemlich deprimierend, nach Hause zu gehen. Nicht, weil ich das Krankenhaus oder das Krankenhausumfeld liebte, sondern weil ich die Erfahrungen, die ich gemacht hatte und die Entwicklung dieser Erfahrungen liebte. Weißt du, eines der Dinge, die mich so traurig machen, ich lese das oft in meinen Kommentaren, wenn ich über Liebe und das Zulassen von Liebe spreche. Leute sagen, ich weiß nicht, was Liebe ist. Ich kenne das Wort und ich weiß, was ich im Film über die Liebe gesehen habe, aber ich kenne die Liebe nicht so, weil ich sie noch nie erlebt habe. Ich finde das so traurig, denn ich habe genau das Gegenteil erlebt. Und manche Leute könnten sich meine Kindheit ansehen und sagen, oh, das arme Kind, sieh sie dir an, sie ist so krank, sie kann nicht atmen, sie lebt ständig am Rande des Todes. So habe ich mich nie gefühlt. Ich hatte nie das Gefühl, ich leide, obwohl ich es tat. Ich hatte nie das Gefühl, etwas zu verpassen. Oder du weißt, ich empfand nie Selbstmitleid. Ich habe mich nie als Opfer gefühlt und ich glaube, das hatte viel mit meiner Mutter zu tun. Ich denke, sie hat immer diese positive Tendenz für mich. Wow, ist es nicht erstaunlich, du warst 8 Tage im Krankenhaus und jetzt darfst du nach Hause. Und egal, was passierte, es hatte etwas Erstaunliches an sich. Sie würde einen Weg finden, ein schönes Bild für mich zu malen. Und das war die Welt, die ich sah. Ein ganz normaler Ort. Ein außergewöhnlicher, aber normaler Ort für mich. Im Alter von 12 hatte ich eine weitere interessante Erfahrung. Das war keine NTE, das war kein Kranksein, das war kein Krankenhausaufenthalt. Es war mein erster Schultag. Es war an meinem Geburtstag, der am 8. Januar ist. Da habt ihr es, Leute, jetzt wisst ihr es. 8. Januar gehe ich zur Schule zum allerersten Mal, meinem Gymnasium. Ich war also 13 Jahre alt und ich trage diesen furchtbaren Koffer, was ehrlich gesagt keine Übertreibung ist. Es waren die schlimmsten. Ich weiß nicht, das war Kindesmissbrauch. Kinder, diese schweren, mit Büchern beladenen Koffer tragen zu lassen, die einfach furchtbar sind. Irgendwie hat sich das in meinem Kopf festgesetzt. Ich schaue auf diesen Koffer hinunter, ich schaue nach oben und plötzlich machen die Wolken etwas Interessantes, als ob der Wind heult und bläst und doch war es ganz still. Es war ein Sommer, unser Januar ist Sommerzeit. Kein Lüftchen wehte. Es war ein wunderschöner, warmer Sommermorgen. Und doch bewegten sich die Wolken am Himmel, sie schufen ein Bild. Und das Bild, das sie schufen, als diese Wolken zusammenkamen, war ein Kreuz. Und da war ein Bild von Christus am Kreuz. Und als ich es sah, dachte ich, oh, okay, ich weiß, was das bedeutet. Das bedeutet, dass das Christentum richtig ist. Und damit kam Christus vom Kreuz herunter, als Wolkenversion. Dieses Wesen ging auf mich zu. Und als er auf mich zuging, wurde er dichter, körperlicher und menschlicher. Und seine Augen waren braun, das braunste Braun, das ich je gesehen habe. Und sie heilten, brachten mich zum Schmelzen. Alles zur gleichen Zeit. Es war die liebevollste
Eine der liebevollsten Erfahrungen, die ich mit einem anderen Wesen gemacht habe. Ich hatte die Erfahrung gemacht, in dieser allmächtigen Liebe zu sein, die die göttliche Liebe ist. Das war die Christusliebe. Es war sehr, sehr einzigartig, kraftvoll und anders. Und dieses Wesen, genannt Christus, hörte mich telepathisch sagen, oh, okay, das ist eine Botschaft, dass das Christentum die richtige Wahl ist und ich muss mir vielleicht die Bibel bewusster machen. Und weißt du, das habe ich wirklich gedacht. Ich war sehr besorgt darüber. Und es hat mich sehr beschäftigt. Und dieses Wesen, dieses Christuswesen, sagte zu mir, seine Worte drangen direkt in meine Seele, aber er sprach nicht mit seinem Mund. Er sprach telepathisch zu mir und er sagte, du bist, wie ich bin. Und es war, als ob dieses kleine Stück Information so viel übermittelte. Ich brauchte übrigens Jahre, um es zu entpacken. Es übermittelte so viel. Und was ich in diesem Gespräch verstand, war, dass es nicht um Religion ging, dass mir nicht gesagt wurde, dass irgendeine Religion richtig ist, sondern dass ich so bin wie Christus. Und erst später im Erwachsenenalter verstand ich die volle Tiefe dieser Bedeutung, dass wir alle so sind, wie Christus ist. Aber ich springe vorwärts. Das war eine erstaunliche Erfahrung. 12 Jahre alt, eine Art von Verbindung mit Christus, ein Gefühl, dass irgendwie der Weg des Christusbewusstseins, obwohl es nicht ein religiöser Weg ist, das war mein erster Eindruck, es war ein falscher erster Eindruck. Und dann habe ich verstanden, okay, dass das eigentlich etwas ist, das über das hinausgeht, was ich bisher wusste. Ich hatte all diese spirituellen Erfahrungen, aber die Sache ist die, ich wusste nicht, wie ich sie einordnen sollte. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Also wandte ich mich immer wieder der Religion zu, um mir einen Reim auf diese Gotteserfahrung zu machen, die ich gemacht hatte. Und das gab mir schließlich die Erlaubnis zu sagen, okay, das passt nicht in irgendeinen religiösen Kontext. Es ist also okay, das loszulassen. Die Krankheit hielt an. Du weißt, ich fühlte mich unglaublich geheilt durch die Gegenwart von Christus. Aber das war eine emotionale Heilung. Physisch hatte ich noch einen langen Weg vor mir, denn ich musste noch so viel lernen. Es war in meinen 20ern, dass die letzte NTE, an die ich mich erinnere, passierte. Ich war so krank und hatte es so satt, krank zu sein. Und ich hatte das Krankenhaus so satt, dass ich zu meiner Mutter sagte, ich bin fertig. Ich will nicht, dass du mich dieses Mal ins Krankenhaus bringst. Ich möchte wirklich, dass du mich gehen lässt. Und offensichtlich war das wirklich schwierig für sie. Aber ich weigerte mich einfach. Ich hatte einfach genug. Sieh mal, ich verbrachte so viel Zeit hinter dem Schleier, dass alles, was ich wollte, war, nach Hause zu gehen. Ich habe so viel Zeit dort verbracht, dass ich einfach nur frei sein wollte, dorthin zurückzukehren, wo das Leben Sinn macht und wo es schön und einfach ist. Und meine Mutter sagte, okay, sehr clever. Ich rufe jetzt deine Freundin Jenny an. Meine Freundin Jenny kam und Jenny, so schlau, Leute, so schlau, sagte zu mir, okay, deine Mutter sagt mir, dass du nicht ins Krankenhaus gehen willst. Ich höre dich. Fühlst du dich bereit zu gehen? Und ich habe gesagt, ja, absolut. Nochmal, ich konnte in diesem Stadium nicht sprechen. Ich schrieb alles auf. Ja, ich bin bereit. Ich kann immer noch das Stück Papier sehen. Ich schreibe das Wort bereit. Sie sagte zu mir, prüfe das, Carrie, denn du willst nicht zurückkommen. Du willst das nicht noch einmal alles durchmachen. Prüfe einfach. So clever. Bist du wirklich fertig? Ist noch etwas offen? Denn wenn ja, dann wirst du zurückkommen. Oh, das hat mich umgehauen. Ich dachte, ich will nicht mehr zurückkommen, also habe ich eingecheckt. Schloss meine Augen, verband mich. Okay, gibt es einen Grund, warum ich in meinem Leben bleiben muss? Bin ich frei zu gehen? Kann ich jetzt gehen? Und ich erinnere mich, 2 Worte geschrieben zu haben. 2 Worte. Mein Sohn. Ich hatte keine Kinder. Zu der Zeit hatte ich nicht mal einen Freund. Ich wusste einfach, dass es einen kleinen Jungen geben wird, der in diese Welt kommen würde. Und er würde mein Sohn sein. Und ich musste für ihn da sein. Und das war für mich, das war meine Botschaft. Und dann bekam ich Nachrichten für die Menschheit. Und die Botschaft lautete, du weißt doch, Carrie, wie du immer gesehen hast. Oh, übrigens, an diesem Punkt ging Jenny zu meiner Mutter und sagte, schnell, du kannst den Krankenwagen rufen. Der Krankenwagen kann an diesem Tag nicht. Meine Mutter packte mich ins Auto. Sie sagt, du kannst anfangen, ihre Tasche zu packen. Sie wird jetzt ins Krankenhaus gehen.
Die erstaunliche Weisheit, die damals durchkam, war: Carrie, du weißt, wie du die falsche Matrix gesehen hast, weil ich jedes Mal, wenn ich diese NTE hatte und ich außerhalb des Körpers war und fühlte, wie ich hinüberging, ich konnte spüren, es wurde mir so vertraut. Es gibt all diese Schritte, die passieren, wenn du eine NTE hast. Es ist wie, ich nehme an, man könnte es einen Lebensrückblick nennen, aber ich hatte das so oft, dass ich es nicht jedes Mal wiederholen musste. Ein Lebensrückblick ist, wo du zurückblickst und sagst, ja, das sind Dinge, die ich hätte lernen können, anders machen können. Deshalb gibt es keinen Tag des jüngsten Gerichts. Leute, ihr stellt euch buchstäblich euch selbst. Es gibt keine externe Partei, die über dich urteilt, sondern du sitzt mit deiner Seele zusammen und lernst. Du kannst dich buchstäblich dabei beobachten, wie du mit deiner Welt interagierst und den entscheidenden Momenten, die dich geformt oder gebrochen haben. Und du überlegst, wie du es anders machen könntest. Deshalb sagen Leute zu mir, oh, es gibt keine Konsequenzen, die Leute kommen mit solch schrecklichen Dingen davon. Nein, das tun sie nicht. Sich selbst gegenüber zu stehen, ist das Schwierigste. Wenn man von einer anderen Person beurteilt wird, kann man sich immer wie ein Opfer fühlen, selbst wenn es gerecht ist. Aber dich selbst zu beurteilen, du kannst dem nicht entkommen. Du kannst dem nicht entkommen, dich selbst zu sehen, wenn du in diesem Lebensrückblick bist. Aber ich schweife ab. Ich hatte viele von diesen. Also bekam ich, du weißt, wie du immer diese falsche Matrix gesehen hast. Du hast immer verstanden, dass der illusorische Raum, den wir Realität nennen, das ist die falsche Matrix. Rate mal, Carrie, in diesem Leben wird die falsche Matrix zusammenbrechen und du wirst es erleben. Und nicht nur wirst du es erleben, du wirst leben, um anderen Menschen zu zeigen, dass sie nicht sterben müssen, um hinter den Schleier zu gehen, weil du sie dorthin führen wirst, weil du so viel Zeit hier verbracht hast. Und ich konnte nicht glauben, was mir gegeben wurde. Es fühlte sich etwas wie eine unfaire Aufgabe an, um ganz offen mit dir zu sein. Eine Aufgabe, die viel größer war, als ich mir zugetraut hatte, zu bewältigen. Und doch ist es das, was mir gegeben wurde. Ich habe hier tatsächlich Dinge aufgeschrieben, die ich nicht vergessen wollte. Dass die falsche Matrix zerbröckelt in diesem Leben. Dass Gott dieses Reich zurückgerufen hatte. Gott hatte diese abtrünnige Schöpfung gesehen, die lange genug von der natürlichen Welt getrennt war. Und er hat die gesamte Schöpfung zurückgerufen. Und wenn Gott das tut, ist es so gut wie erledigt. Wir müssen einfach nur die Schritte befolgen, das heißt sie ausführen. Ich verstand, das ist eine todsichere Sache, das ist eine gemachte Sache. Aber wie? Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, wie es gemacht werden sollte. Ich wusste nur, dass es gemacht werden würde und dass es jetzt möglich war. Und ich sah so viel. Ich sah sogar das Böseste, sogar das Verdorbenste, weil ich sehr bewusst war. Ich meine, ich bekam alle Insider-Informationen über die Archonten, die falsche Matrix lenken. Ich hatte Kontakt mit so vielen galaktischen Wesen, Reptilienwesen. Ich hatte Kontakt zu allen Arten von Engelwesen. Ich lernte über ihren Fall und darüber, wie sie wieder aufgestiegen sind. Und nun wird mir gezeigt, dass alles zurück zu Gott kehrt. Alles in der Schöpfung, in diesem Bereich, in dieser Sphäre, sollte ich sagen, kehrt zurück zu Gott. Das heißt, alle Archonten, alle Bösen, alle, die üble Absichten gehabt haben, all die, die manipuliert haben, ich beobachtete, wie sie aufwachten. Ich beobachtete sie. Ich konnte sehen, dass es eine Art kataklysmisches Ereignis gab, dass diesen Ausbruch aus der falschen Matrix erleichtern wurde. Ich verstehe jetzt, dass das die Supernova ist. Ich konnte sehen, wie die falsche Matrix zusammenbrach. Und in diesem Moment konnte ich eine große Abrechnung sehen. Und ich konnte sehen, wie selbst die Bösesten erkannten, dass sie nur eine Rolle spielten. Realisieren, dass natürlich bin ich Licht. Und zu sich selbst sagen, natürlich bin ich Liebe, das war nur ein Traum. Ich konnte sehen, wie die Menschen aus dem Traum erwachen. Ich konnte nicht nur Menschen sehen, sondern alle, die aufwachen. Ich konnte die vollständige Wiederherstellung der Erde sehen. Die vollständige Wiederherstellung des Herzens der Menschheit. Wie bei diesem Treffen, als ich 12 war, Christus schaute mich an und ich wurde emotional geheilt. Da war diese Erfahrung, dass die Menschheit geheilt wurde, aber nicht nur emotional, physisch, schwingungsmäßig. Es war, als ob diese mentale Blockade von ihnen entfernt wurde.
Was genau das Gefängnis der falschen Matrix ist. Es ist ein mentales Gefängnis. Ich sah zu, wie sich dieses geistige Gefängnis von der Menschheit löste. Es war das Spektakulärste zu erkennen und zu realisieren, dass dies geschehen würde. Es war immer klar, dass man dies sehen kann, wenn man genug Zeit im Herzen Gottes verbringt. Aber ich hatte keine Ahnung, dass dies zu unserer Lebzeit geschehen könnte. Wenn du mich gefragt hättest, wann das passiert, hätte ich gesagt, oh, vielleicht in 1000 Jahren. Die Tatsache, dass wir auf einer solchen Quantenebene operieren, dass dies noch in diesem Leben geschehe, war überwältigend. Dann, ich bin jetzt um die Anfang 20, irgendwo da. Ich bin nicht gut mit Zeit, ich kann mir keine Daten merken. Ich erinnere mich nicht mal an meinen eigenen Hochzeitstag, Leute. Also verzeiht mir, wenn ich ein wenig unklar mit der Zeit bin. Ungefähr in meinen frühen 20ern kam die Galaktika zu Besuch, denn das wurde meine nächste Stufe der Heilung. Die Galaktika waren eine Gruppe nicht-terrestrischer Wesen, 5D und darüber hinaus. Mit meiner Gesundheit ging es bergauf nach der letzten NTE, als ich merkte, oh, ich muss wirklich leben. Die Menschheit wird sich verändern. Sie muss nicht sterben, um das zu erreichen. Weil ich tröstete mich damit, oh, es ist okay, alle werden sterben, dann werden sie die Wahrheit sehen. Zu erkennen, dass alle die Wahrheit sehen werden, während sie noch leben und dass sie nicht sterben müssen, um das zu sehen, monumental. Also kamen die Galaktiker und sie waren einfach die frustrierendsten Lehrer. Ich konnte nicht begreifen, was sie mir beibringen wollten. Sie würden mir nichts beibringen, aber jetzt verstehe ich, was sie mir beigebracht haben. Sie haben mir beigebracht, wie man unterrichtet, indem sie mich nicht unterrichtet haben. Wie man ist, sie zeigten mir, wie man ist. Sie haben mir gezeigt, was es heißt, die Welle zu sein. Es hat lange gedauert, bis ich es verstanden habe, weil ich keinen mündlichen Dialog mit ihnen hatte. Ich hatte eine Menge telepathischer Dialoge mit ihnen, aber keinen verbalen. Und jedes Mal, wenn ich eine sehr lineare Frage stellte, die sie durchaus beantworten konnten, sie würden es nicht tun, sie würden einfach sagen, lass uns einfach gemeinsam in der Energie sitzen, Carrie. Und ich will nicht mehr in der Energie mit euch sein. Warum könnt ihr mir keine Antworten geben? Warum könnt ihr mir den Weg zeigen? Ihr kennt den Weg. Teilt und zeigt ihn einfach. Ihre Aufgabe war es, mir zu helfen, alles zu integrieren, was ich in meiner Kindheit erlebt hatte. Denn ich hatte all die Informationen hier in meinem Energiefeld. Aber ich konnte sie nicht einmal aussprechen. Ich konnte sie nicht absorbieren. Ich konnte sie nicht in meinen Körper bringen. Es war einfach fast schmerzhaft, weil es so schön war. Schau, so viel Schönheit, so viel Liebe in den Körper zu bringen, ist schwierig, denn dann vermisst du. Du vermisst dort zu sein. Du vermisst zu Hause so verzweifelt und viele Menschen vermissen ihr Zuhause. Aber wenn du zu Hause bist, sich vorzustellen, es wieder zu verlassen, fällt so schwer. So war es immer, wenn ich in meinem Körper zurückkehrte. Ich hatte also etwas wie ein kleines Schutzschild aufgebaut um mich herum, wo ich mich nicht zu sehr verband mit dieser Tiefe von Liebe. Jetzt halten sie mir bei der Integration. Hier erhielt ich die Weisheit, einen Sinn zu finden, Worte zu finden, damit ich lehren konnte. Sie lehrten mich, wie ich nicht in den freien Willen eines anderen Menschen eingreife. Sie lehrten mich, wie man in der Gegenwart eines anderen Menschen ist. Denn genau das haben sie für mich getan. Und die menschliche Verwirrung und die Illusion zu sehen, aber dann auch die Seele dieses Wesens zu sehen. Das ist es, was sie mit mir tun würden. Sie würden meine Verwirrung und Illusion sehen, aber dann würden sie meine Seele sehen. Und weil sie meine Seele sehen würden, würde ich beginnen, mich mit meiner Seele zu verbinden, weil ich mit dem verbunden war, was sie fühlten. Und sie fühlten meine höhere Präsenz, sodass ich direkten Zugang zu meiner höheren Präsenz hatte. Und so unterrichte ich heute meine Online-Gemeinschaft, Plasma Light Tribe. Ihr sagt immer zu mir, ich weiß nicht warum, Carrie, aber wenn du sprichst, fühle ich einfach etwas. Und wir haben diese erstaunlichen, meditativen, energetischen, erfahrungsreichen Reisen zusammen. Sie sagen, ich weiß nicht warum, aber ich habe noch nie so intensiv gefühlt, aber ich weiß warum. Denn das ist es, was die Galaktiker mich gelehrt haben. Mich nicht auf die Realität zu beschränken, in der ich mich befinde, sondern mich für die Potenzialität der ultimativen, höchsten Realität zu öffnen und diese einzubringen und die Unendlichkeit in die Gegenwart und die gegenwärtige Zeit zu bringen und beginnen zu alchemieren, indem alles Licht in die Dunkelheit gebracht wird. Das ist, was Alchemie ist, Licht in die Dunkelheit zu bringen und die Dunkelheit durch die Gegenwart des Lichts zu verwandeln.
Und nicht durch Worte des Lichts. Ich verstehe also, dass meine Worte der kleinste Teil meiner Lehren sind. Ich weiß, dass meine Energie den größten Teil meines Lehrens ausmacht. Danke, dass du hier mit mir warst. Danke, dass du eine ziemlich verletzliche Geschichte mit mir geteilt hast und dass du ein Teil der Reise des Erwachens bist, der Reise der Heimkehr. Es ist das Spannendste zu wissen, dass ich euch zeigen kann, was ich in meiner Kindheit gesehen habe, aber dass ihr nicht sterben müsst, um es zu sehen, und dass ich am Leben bleibe mit meinen Kindern, meinem Mann und mit euch Leuten und den Himmel auf Erden feiern darf. Denn das ist es, was wir letztendlich tun. Wir bringen nicht den Himmel, der sich in der falschen Matrix befindet, der eigentlich die Astralwelt ist. Wir können das wahre kosmische Königreich hierher bringen. Wir können zu Hause hierher zurückbringen, wo es hingehört. Und das ist ein so heilsamer Moment für die gesamte Menschheit. Und wenn du eine NTE hattest, lass es mich in den Kommentaren unten wissen. Und ich würde mich freuen, wenn du dies mit Freunden teilen würdest, wenn du denkst, dass es ihnen helfen wird. Von meinem Herzen bis hin zu deinem. Alles Liebe für euch. Tschüss für heute.